Herzlich willkommen hier auf dem Chirurgie-Appetizer-Kanal. Nach der Sommerpause geht's jetzt hier weiter. Die Nummer 108, Titel Endoskopische Palliativmaßnahmen beim malignen Ileus. Palliativ und maligne habe ich mal in Klammern geschrieben, weil es geht nicht nur um Palliativmaßnahmen. Also man könnte auch sagen Techniken, endoskopische Techniken beim Ileus. Und allerdings ist es meistens doch bei malignen Situationen, wo man zum Beispiel bei einer Peritonealkarzinose keine andere chirurgische Lösung für den Ileus hat und dann eben eine Ableitung auf endoskopischem Wege schafft oder einen Stent platziert. Es geht hier um verschiedene Techniken, PEC, PEC, SEMS und LAMS. Und was das ist, erfahren Sie hier in diesem Video. Viel Spaß dabei! Kleines Making-of-Slide. Die erste Idee und Skizze entstand vorgestern Morgen in der Frühbesprechung. Da habe ich das mal so skizziert und anhand dieses Schemas, das ich jetzt dann in anderer grafischer Aufbereitung zeige, werde ich Ihnen diese Techniken hier erläutern. Und dann gibt es auch den Blick in die Literatur dazu, was es dazu publiziert gibt. Zumindest einen kleinen Einblick werden Sie hier erhalten. Sie lernen hier also etwas über die endoskopischen, zumeist palliativen Therapiemöglichkeiten beim malignen Ileus, also Ileus basierend auf einer malignen Ursache, meist Peritonealkarzinose oder stenosierendes Kolonkarzinom. Also Peritonealkarzinose, stenosierendes Kolonkarzinom oder auch bei funktioneller Inoperabilität. Also wenn Sie den Patienten eine Operation funktionell nicht mehr angedeihen lassen können, wenn der Patient also funktionell inoperabel ist, also nicht narkosefähig ist. PEC, PEC, SEMS, LAMS. Was ist das? Perkutane endoskopische Gastrostomie, perkutane endoskopische Kolostomie. SEMS bedeutet selbstexpandierender Metallgitterstent. Und der LAMS ist der Lumen Opposing Metal Stent. Und was das bedeutet, erfahren Sie jetzt hier in diesem Video. Ileus war schon mehrfach hier Thema auf dem Kanal. Es gibt ein eigenes Video zum Ileus. Es gibt auch Fallberichte ab Tabula-Serie, Untergang einer gefangenen Dünndarmschlinge und in der Klemme. Dann gibt es das Video zum akuten Abdomen, schon länger in der zweiten Auflage. Und auch in den Videos fit für die chirurgische OSCE-Prüfung sind Fälle mit Ileus dabei. Ileus, das ist das Video Nummer 93, Erstauflage am 29.07.2023, wurde inzwischen 8.694 Mal aufgerufen und 420 Mal geliked. Vielen Dank dafür. Und das hier ist das Schema, an dem ich Sie durch diese Thematik durchführen möchte, über die verschiedenen Methoden zur Palliation beim malignen Ileus informieren möchte, also die PEC, die PEC, der SEMS und LAMS. Und wir beginnen mit der PEC. Die PEC ist die perkutane endoskopische Gastrostomie. Wird endoskopisch angelegt, also man macht eine Diaphanoskopie mit dem Gastroskop, sticht in den Magen hinein, führt dann einen Faden nach oralwärts heraus und zieht dann von oralwärts die PEC-Sonde mit Andruckplatte hinein. Wenn Sie das nicht so genau wissen, wie das funktioniert, es gibt ein eigenes Video zur PEC-Sonde hier auf dem Kanal. Schauen Sie sich das nochmal an. Zeige ich Ihnen gleich auf der nächsten Folie. Hier beim Ileus macht man eine Ablauf-PEC. Normalerweise ist eine PEC ja als Ernährungssonde zu verwenden. Also da gibt man was rein in diese Sonde, kann Patienten, die sich anders nicht ernähren können, bei schweren Schluckstörungen zum Beispiel darüber ernähren. Aber hier dient es dazu, den Magen abzuleiten, der gestaut ist. Und wenn Patienten jetzt magensondenpflichtig sind, da die sonst erbrechen würden, kann man also damit diesen Patienten die Magensonde ersparen und den Magen auf Ablauf nehmen. Deshalb spricht man auch von der Ablauf-PEC. Also Ersatz für die Magensonde, Ableitung des gestauten Gastrointestinaltraktes bei Inoperabilität, zum Beispiel wenn eine Peritonealkarzinose vorliegt und man deshalb keine andere Möglichkeit hat, den gestauten Darm, den Ileusdarm zu entstauen. Andere Möglichkeiten wären ja
die Resektion der Stenose oder die Ausleitung als Stoma. Aber wenn das alles nicht geht, dann kann man eben eine Ablauf-PEG machen. PEG, das ist das Video dazu, Nummer 68, Erstauflage im Mai 2022. Eigentlich enttäuschend selten aufgerufen, 1700 Mal nur und 102 Likes auch nur. Also schauen Sie sich das Video ruhig nochmal an, würde ich mich freuen. Nächste Thema PEC, die perkutane endoskopische Kolostomie, funktioniert genauso wie die PEG, nur natürlich muss man ein Koloskop verwenden und muss hier, wie hier gezeigt, bis in den Zirkalpol vorfahren und dann kann man auch dort eine endoskopische Kolostomie machen, um den Dickdarm zu entstauen. Wird relativ selten gemacht, aber nur, dass Sie von dieser Möglichkeit mal gehört haben. Nächste Thema ist jetzt der SEMS. Und das ist eine Methode, die durchaus häufiger gemacht wird und von entsprechenden Protagonisten propagiert wird. Das ist die Stentung von malignen Kolonstenosen, bevor sie dann eventuell hinterher operiert werden. Also nicht nur als Palliativmaßnahme, auch als Bridge to Surgery, also Überbrückung zur Operation. SEMS steht für selbstexpandierender Metallgitterstent oder im Englischen Self-Expanding Metal Stent. Die Platzierung erfolgt natürlich mit dem Koloskop und nicht nur wie hier gezeigt im Rektum, sondern auch in allen anderen Darmabschnitten ist das prinzipiell möglich. Wird gemacht beim stenosierenden Kolon- oder Rektumkarzinom als Alternative zur Stoma-Anlage oder der primären Resektion. Also Sie können natürlich auch gleich den Tumor resizieren. Ist dann natürlich unter Umständen schwieriger, wenn der Darm durch den Ileus verändert ist. Also der Patient womöglich auch noch in der Ileus-Krankheit sich befindet. Das hören Sie im Video zum Ileus. Da habe ich was dazu gesagt. Und da ist dann natürlich die primäre Resektion onkologisch schwieriger und auch technisch schwieriger. Hierdurch wird durch die Stent-Implantation zunächst die Passage palliativ wiederhergestellt und wie schon gesagt, kann die Methode als Bridging-Methode zur OP verwendet werden, also als Brücke zur Überbrückung der Zeit, bis dann operiert wird. Beide Varianten sind möglich. Jetzt kommt erst ein Fallbeispiel. Hier sehen Sie ein stenosierendes Rektumkarzinom im oberen Rektumdrittel und es besteht funktionelle Inoperabilität. Also man kann nicht gleich hingehen und den betroffenen Darmabschnitt im Sinne der Rektumresektion resizieren. Und aus diesem Grund wird jetzt hier über so einen Führungsdraht unter koloskopischer und Durchleuchtungskontrolle so ein SEMS, selbstexpandierender Metallgitterstent, implantiert. Und hier sehen Sie noch das Bild von der Durchleuchtung. Hier ist der SEMS, der noch nicht voll entfaltet ist. Also das ist schon eine ziemlich enge Stenose. Und da geht das natürlich dann nicht gleich auf. Ich hatte Ihnen gesagt, 24 Stunden kann das dauern, bis der voll entfaltet ist, bis der voll seine Radiärkräfte ausgeschöpft hat. Und dies hier ist die Kontrastmittel gefüllte, uralwärts gelegene, gestaute Darmschlinge. Hier das Colon Sigmoideum vor dem Eintritt in den Stent. Wie versprochen, ein bisschen Literatur. Zuerst zeige ich hier eine große Serie, 204 Colon-Stents aus einer einzelnen Institution, schon ein bisschen länger her, retrospektive Single-Center-Analyse, notfallmäßig eingebrachte Colon-Stents, mittleres Patientenalter 74 Jahre, 82,3% maligne und 17,7% benigne Stenosen. Hier jetzt die Ergebnisse. Technischer Erfolg 92,5%, also in 92,5% hat es geklappt, den Stent korrekt wie geplant einzubringen. Klinischer Erfolg dann allerdings etwas schlechter, 86,8% nur, also nicht in allen Fällen hat der Stent dann auch zum gewünschten Erfolg geführt. Major-Komplikation 2,9% und Minor-Komplikation knapp 20%. Mortalität 73,5%. Also im Verlauf sind dann diese Patienten in der Nachbeobachtungszeit von 4,3 Jahren natürlich trotzdem häufig verstorben, denn es ist ja eine Palliativmaßnahme. Also es ist ja keine kurative Therapie, wenn man dort so einen Stent einbaut.
weiter Risikofaktoren für Komplikationen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich Ihnen diese schöne Arbeit zeige. Da ist mal herausgearbeitet worden, was bedingt es eigentlich, wann das nicht so gut funktioniert, wann da Komplikationen kommen. Also extrakolonische Obstruktion, also wenn etwas von außen drauf drückt, ist schlechter, als wenn es jetzt ein Tumor von der Darmwand ist, der aufgedrückt werden muss. Dann die komplette Obstruktion, also wenn das Lumen komplett zu ist. Entzündliche Darmerkrankungen sind ein Risikofaktor. Die Stent-Lokalisation an der linken Flexur. Lange Stenosen über 8 cm. Und die Notwendigkeit für endoskopische Führung. Also wenn man das problemlos reingeschoben kriegt und expandieren kann, ist es weniger problematisch, als wenn man da groß erstmal mit dem Endoskop rumfummeln muss. SEMS im linken Hemikolon. Jetzt kommen Arbeiten, die zeigen, wie das jetzt im Vergleich ist, die Metallgitter-Stent-Anlage versus die anderen Methoden zur Behandlung des Ileus durch das Kolonkarzinom in dieser Situation. Zeige ich Ihnen eine Meta-Analyse ganz rezent aus 2023, Studien zu Kolonstents im linken Hemikolon analysiert. 53 Studien haben die Autoren gefunden, 9.493 Patienten, die eine Notfall-Kolonresektion erhalten haben, 1.273 Patienten, die eine notfällige Stoma-Anlage erhalten haben zur Behandlung des Ileus und 2.548 Patienten, die eine Notfall-SEMS-Implantation erhalten haben. Die Ergebnisse. Signifikante Verbesserung der Morbidität nach 90 Tagen mit dem SEMS im Vergleich zur sofortigen Notfall-Kolonresektion, also da war der SEMS besser. Die Meta-Analyse war insuffizient bezüglich Analyse Gesamtüberleben. Da waren die Daten insuffizient, konnte man nicht meta-analysieren. Aber die haben ein vermindertes 5-Jahres-Überleben nach Kolonresektion im Vergleich zur Stoma-Anlage gezeigt. Weitere Meta-Analyse, auch Behandlungsstrategien bei der linksseitigen malignen Kolonobstruktion. Hier eine Meta-Analyse nach der sogenannten BACE-Methodik. BACE bedeutet Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, welche der Behandlungsstrategien die jeweils beste oder schlechteste ist. Da werden die Behandlungsstrategien gelistet und dann ein Ranking gemacht. Die Daten stammen aus 51 Studien, 11.726 Patienten, SEMS, Notfallresektion, Stoma oder auch nur die Einlage eines Darmrohres. Also das ist so ein dickes Rohr, was dort über die Stenose geschoben wird, wie eine Magensonde, nur dicker. Transanal zur Entlastung des Ileus. Kann man auch machen, ist aber natürlich sehr unbequem für die Patienten. Das sind die Fallzahlen, die hier eingegangen sind. 3523 SEMS, 6626 Notfallresektionen, 1341 Stomata und 236 Darmrohre. Also Sie sehen, diese Strategie wird auch nur sehr selten als Palliativmaßnahme gemacht. Ja, und das hier sind die Ergebnisse. Die Vermeidung des Stoma und primäre Anastomosierung war erstaunlicherweise am besten mit der Darmrohrstrategie und am schlechtesten mit dem SEMS. Die permanente Stoma-Rate war aber seltener mit dem SEMS und dem Stoma und häufiger nach primärer Resektion und der Darmrohrstrategie. Die Morbidität war am höchsten mit der chirurgischen Notfallresektion und am niedrigsten mit dem SEMS. Insbesondere war der SEMS am besten bei der Infektionsvermeidung. Ist klar, wenn man nicht schneidet, kriegt man auch keine Infektion. Und die Mortalität war ebenfalls am schlechtesten mit der sofortigen Resektion. Also die Autoren sehen hier gewisse Vorteile für die zunächst erfolgende SEMS-Anlage. Schlussfolgerung der Autoren, also hier SEMS als Bridge to Surgery, also Überbrückung der Zeit bis zur Operation, ist geeignet, die Stoma-Rate zu reduzieren und die Morbidität zu reduzieren, insbesondere die Infektionsrate, und helfe, relativ gute onkologische Ergebnisse zu erzielen. Diese Strategie ist auch übertragen worden auf das rechte Hemikolon, SEMS im rechten Hemikolon, das gibt es auch. Muss man natürlich weit rauffahren mit dem Koloskop, um den Stent dorthin zu bringen. Das ist eine Meta-Analyse, auch sehr rezent, aus 2023. SEMS versus Notfallresektion im rechten Hemikolon. Methodisch haben die eine Meta-Analyse der Daten von 6.343 Patienten vorgenommen aus 16 Publikationen.
verglichen SEMS versus Notfallresektion, also die Hemikolektomie rechts. Und in den Gruppen waren 2100 respektive 4200 Patienten. Die Ergebnisse. Stent-Erfolgsrate hoch, 92%. Perforationsrate ziemlich gering, 3%. Laparoskopisch wurde operiert bei den Notfallresektionen in 15%. Aber wenn man vorher einen SEMS macht, dann erhöht sich die Rate der laparoskopisch möglichen Operationen, laparoskopisch gelungenen Operationen, auf 45%. Die primäre Anastomosenrate bei Notfallresektion war 95%, was in beiden Gruppen gleich war. Also das spielte keinen Unterschied, ob vorher ein SEMS gemacht worden war oder gleich operiert worden war. Da ist eine primäre Anastomose in 95% gemacht worden. Und die Anastomoseninsuffizienzrate, also wie häufig die Anastomose dann undicht wurde, war auch in beiden Gruppen gleich, 7%. Höhere Mortalität aber bei primärer Resektion versus Stentgruppe. So, kommen wir jetzt noch zum letzten Thema, LAMS. Das ist was Neues, relativ Neues, diese LAMS. Lumen Opposing Metal Stents. Die helfen uns bei allen möglichen Erkrankungen. Immer wenn man irgendwelche Kurzschlussverbindungen endoskopisch durchführen muss, im Prinzip Stent-basierte innere Verbindungen, kann man diese Lumen Opposing Metal Stents verwenden. Die haben Sie hier vielfach schon auf dem Kanal gesehen. Ist eine relativ neue Strategie. So sieht sowas aus. Also auch ein Stent mit zwei Tulpen und mit Radiärkräften, mit dem man zwei Lumina miteinander verbinden kann. Das Ganze wird endosonografisch platziert eingesetzt, unter endosonografischer Kontrolle. Zwei Modelle gibt es da, Hot Axios von Firma Boston Scientific und Spaxos von Taewoong Medical. Wir verwenden den Hot Axios. Ja, endosonografische Platzierung, hineinbrennen, deshalb heißt er so, hineinbrennen mit der heißen Achse. Also da wird unter Endosonografie mit einem heißen Draht sozusagen, monopolarer Strom, hinübergebrannt in das andere Lumen, was dort direkt anliegen muss. Und dann schiebt man dort den Metallgitterstent rüber und entfaltet das zwischen den beiden Organen. Sie sehen es dann gleich auch noch im Schema. Auch dieser Stent hat, wie schon gesagt, Radiärkräfte und zwei Tulpen, die den Stent dann in Position halten. Das Ganze ist hier im Bereich dieser Anwendungsstrategie beim Ilius natürlich Off-Label-Use. Und Sie haben das hier schon vielfach auf dem Kanal gehört. LAMS war hier schon verschiedentlich Thema in verschiedenen Videos, zum Beispiel im Video Nummer 53, die Alternativen zur Cholezystektomie bei funktionell inoperablen Patienten mit Cholezystitis. Auch bei Pankreatitis 2, bei der chronischen Pankreatitis war es drin. Und natürlich bei der Gastroenterostomie, bei der Magenausgangsstenose. Ein Video, was es hier in der dritten Auflage auf dem Kanal gibt. Und Sie haben es gesehen, im zweiten Türchen des Adventskalenders im letzten Jahr, auch da haben wir Ihnen den LAMS, den Lumen Opposing Metal Stent, vorgestellt. Ich zeige es Ihnen jetzt hier mal im Schema. Also hier liegt das Colon Sigmoidium eng an einer im Rahmen des Ilius gestauten Dünndarmschlinge. Also hier ist die gestaute Dünndarmschlinge, hier ist es Sigma und hier ist das Rektum. Und jetzt kommen wir mit dem Endosonografiegerät hier an und gucken, ob da so eine Dünndarmschlinge geeignet nah dran liegt. Wir können nicht genau sagen, welche Lokalisation das ist. Wir können eigentlich nicht mal sagen, ob es Ilium oder Jejunum ist. Da muss man also auch ein bisschen Glück haben. Aber Sie müssen sehen, das sind verzweifelte Situationen, wo man nichts anderes mehr zu machen weiß. Da kann man dann so etwas probieren. Und das, was wir hier machen wollen, ist eine EUS-gesteuerte Enterokolostomie. Also eine Kurzschlussverbindung zwischen Dünndarm, gestautem Dünndarm und Dickdarm, damit der gestaute Dünndarm dort in den Dickdarm abfließen kann. Wir verwenden dafür einen LAMS und das Ganze in der Regel beim malignen Ilius, also wenn alles mit Peritonealkarzinose-Knoten so durchsetzt ist, dass keine Resektion möglich ist, dann kann diese Strategie die einzig mögliche sein. Man führt jetzt hier einen Führungsdraht vor und brennt mit der heißen Achse sozusagen mit monopolarem Strom aus dem Sigmadarm in die
Iliumschlinge, die das hoffentlich ist, vor und platziert dann den selbst expandierenden Stand, Lumen Opposing Metal Stand. Und der ist ganz charakteristisch mit diesen beiden Tulpen, die die beiden Lumina hier dann aneinander bringt. Und das führt zur inneren Entlastung des Ilius. Hier sehen Sie mal die Endosonographiebilder von einem echten Fall. Also man sieht hier endosonografisch, dass dem Sigma, wo das Gerät drin steckt, eine Dünndarmschlinge, stark gestaute Dünndarmschlinge anliegt. Und dann funktioniert diese Strategie lumenübergreifend, organübergreifend in die andere Darmschlinge, hier so einen Lahms-Stand einzubringen. Hier sehen Sie das nochmal schön in CT-Bildern. Da ist der Lahms-Stand. Und Sie sehen jetzt hier richtig schön, wie der Kontrastmittel übertritt dann aus dem Dünndarm in das Kolon gelingt. Das sehen Sie jetzt hier im nächsten Bild, dass das Kontrastmittel bereits rübergeflossen ist in das Kolon. Der Verlauf war so, postinterventionell hatte die Patientin dann mehrfach Stuhlgänge. Es trat eine asymptomatische Peritonitis auf. CT-morphologisch war die Dünndarmdistension, also die Aufblähung des Dünndarms, der Dünndarm-Ilius, regredient. Haben sich wieder ein bisschen tonisiert, die Darmschlingen, weil das ja entlastet wurde. Und endoskopisch zu sehen war dann auch, es wurde nochmal kontrolliert, eine adäquate Entrosigmoidostomie, also Kurzschlussverbindung zwischen Dünndarmschlinge und Sigma-Darm. Allerdings, der klinische Erfolg war nicht so groß. Die Patientin brauchte weiter eine Magensonde, die musste wegen der hohen Fördermengen weiter belassen werden. Also, das ist kein Wunderheilmittel, kann aber im Einzelfall, Einzelfallentscheidung, bei solchen Situationen helfen und zur Anwendung gebracht werden. Es gibt auch eine Studie hier dazu, ganz rezent, Neri und Kollegen, 2024 Endoscopy, Endoscopic Ultrasound Guided Enterocolostomy with Lumen Opposing Metal Stent as Rescue Treatment for Malignant Intestinal Occlusion, Multicenter Study. Da sind also in einer multizentrischen Serie doch nur die geringe Zahl an 12 Patienten eingeschlossen werden. Ist ja auch eine ganz neue Strategie. Auch hier in dem Titel der Begriff Maligna Ilius, also Ilius durch eine Peritonealkarzinose. Das waren die Ergebnisse. 100% technischer Erfolg. 25% schwere Komplikationen, also 3. 10 Fälle mit klinischem Erfolg, also 83,3%. In 50% war dann die Fortsetzung der Chemotherapie, die diese Patienten dann ja eventuell doch brauchen, möglich. Und das mediane Gesamtüberleben war aber auch nur 47,5 Tage. Also das ist eine absolut palliative Strategie, die natürlich nicht kurativ ist, ist ja klar. So, Sie kennen jetzt die endoskopischen, zumeist palliativen Therapiemöglichkeiten beim malignen Ilius, bei Peritonealkarzinose, stenosierenden Kolon- und Rektumkarzinom und bei funktioneller Inoperabilität mit perkutaner endoskopischer Gastrostomie, Kolostomie mit den selbst expandierenden Metallgitterstents im Lumen und die lumenübergreifenden Lumen-Opposing Metal Stents. Das war das 108. Video der Chirurgie Appetizer Serie. Also insgesamt 108, zum Teil in der zweiten, dritten bis Appendizitis ist bereits in der 6. Auflage. Sie in der chirurgischen Lehre, auch von Facharztanwärtern wird es freundlicherweise bereits angeschaut. Hier Informationen. Ja, 108. Video jetzt, Fortsetzung folgt. Ja, was kommt jetzt bald? Chirurgische Aufklärung, mesenteriale Ischämie ist bald fertig. Dann der Teil 2 von den Antibiotika. Die digital-rektale Untersuchung und auch ein Video zu den extrahiatalen Zwerchfellhernien und der Zwerchfellruptur wird es hier bald geben, mit auch der Erläuterung der Eponyme. Chirurgie Appetizer, 108 Videos, 57 Stunden und 34 Minuten Watchtime. Also wenn Sie sich alles Relevante anschauen wollen. Der Kanal ist 1.300.000 Mal aufgerufen worden und 189.000 Stunden, fast 190.000 Stunden konsumiert worden. Und der Kanal hat jetzt, wir gehen auf die 20.000 Abonnenten zu, was erfreulich ist.
Bitte liken Sie den Kanal, abonnieren Sie, liken Sie das Video, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Und unterstützen Sie den Chirurgie Appetizer durch Ihre Kanalmitgliedschaft, Chirurgie Appetizer Fan oder Chirurgie Appetizer Mitglied. Vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Der Chirurgie Appetizer.